Hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Sabrina und heute möchte ich mit euch zusammen die Glossy Box Mai auspacken. Ich weiß, ich habe sie schon einmal ausgepackt, aber es war dann gerade so eine Aktion, wenn man ein Abo abschließt, dass man dann noch eine Gratis-Box dazu kriegt. Und ja, dann habe ich jetzt einfach ein Monatsabo. Das mache ich manchmal, so, wenn so Aktionen sind, dann schließe ich das dann für einen Monat oder manchmal für 3 Monate noch ein Zusatzabo ab und dann. Und den Inhalten, ja, kommt immer darauf an, wie weit man den braucht. Also ich benutze ihn auch viel, um weiter zu verschenken. Oder manchmal braucht man auch die Sachen doppelt. Oder man bastelt Adventskalender an, hat man was zum Reinfüllen. Ja, also fangen wir mal an. Hier ist nochmal die Mai-Box. Und hinzu kommt, dass die Boxen ja eh immer ein bisschen unterschiedlich gefüllt sind, ne? Schauen wir mal. Das Heftchen. Ja. Na. So. Als erstes Compeed Blasenpflaster. Ich glaube, die hatte ich auch in meiner anderen Mailbox mit drin. Nichtsdestotrotz kann man immer gebrauchen. So. Dann, ah ja, das hatte ich auch. Das ist ein Aftersun, ach, ein Feuchtigkeitsgel. Ich glaube, ich habe hier komplett denselben Inhalt. Ich meine, die hier gehen auch, ne? Wenn sie eingeschweißt sind, man muss sie ja nicht aufmachen. Ultrasan, gerade auch für den Winter dann, ne? Naja, doch oftmals trockene Lippen und die sind richtig gut. Vor allen Dingen, weil die auch zu uniform sind. Mein Sohn hat das schon, den habe ich mal einfach gemacht. So, dann hier genau dieses Haarprotektor-Elixier, so ein Öl. Die Haare dann auch vor der Sonne schützt, wenn die endlich mal rauskäme. So, dann haben wir hier, ah, jawohl, Duschgel hatte ich auch da, aber es sind letztendlich alles so Sachen, die man eh aufbraucht und hat man so halt, als Reserve. Und ah, der Fine Liner von Chia Tee. Genau, was war denn das jetzt? War es ein Eyeliner oder ein Lip Liner? Da kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern, was ich da. Ah ja, genau. Das ist hier diese Farbe. Das wäre dann schon wieder was, was man dann irgendwo verschenken kann oder im Adventskalender rein. Deswegen packe ich es gleich mal wieder ein. Habe ich nämlich extra was im Fach, wo ich dann diese ganzen Backups oder aufbewahre oder ein Kistchen. Ne? Na, entweder weil es leer ist, dass man es nimmt oder man es weiter verschenkt. So, das ist schon mal die erste Box. Einmal leer. Und das war jetzt die Gratis-Box. Das ist, glaube ich, auch eine Box. Welche ist denn das? Ich muss mich gerade überlegen, welchen Monat gab es denn die? War das die vom April, vom März? Also ist auch noch keine alte Box. Kommt dann gleich ein Lüftchen entgegen. So, hier haben wir dieses Körperpeeling. Ach, das riecht sogar durch den Tiegel hier durch. So, dann haben wir von Ultimate, von Catrice Stay, ein Lip Tint. Dann haben wir von Car, von Cap.
Ach, hier, dieser Concealer. Stimmt, den hatte ich ja auch. Bin ich mal gespannt, habe ich da jetzt den anderen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, das ist der dunklere. So, was haben wir denn hier? Blumige Momente. Ah, ein Duftpröbchen. Riecht das so stark? Das riecht gut. All Signs Flora Mortis. Sieht man's? Ah, dann hier. Genau, das war von Liquia Beauty. So, ja, so ein Schimmer, Highlighter, Drops. Also ich mische mir sowas auch immer mal ganz gern unter die Tagespflege. Dann hat man so einen natürlichen Glow. Kann es natürlich auch sich direkt auftragen. Und von Wahre Schätze ein festes Shampoo. Ja, das war's auch schon wieder. Also, wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Sabrina.